Ich halte mich schon wieder mit Sachen auf, mit denen es sich nicht aufzuhalten gibt. Hi, ich bin Martin Fischer und das Jahr 2021 ist geschafft! Juhu! Was soll ich sagen, Leute? Also, ich glaube, die nächsten Jahre werden nur noch besser als die letzten beiden. Schauen wir mal. Jetzt aber erstmal zurückgelehnt und entspannt. Es wird Zeit für eine neue Runde Martis 10 Minuten. Und was eignet sich da besser zu Silvester bzw. zum Jahreswechsel als so eine schöne kleine Gigi D'Agostino-Nummer, wie ich sie ja schon mal erklärt habe. Da ist hier oben ein I. Drückt da einmal drauf und dann könnt ihr euch mal angucken, wie man Gigi D'Agostino eigentlich macht. Wer das schon kennt oder kann, der kann ja jetzt hier einfach zugucken, wie ich hier in Logic mich bemühe, den gleichen Scheiß ungefähr nochmal nachzubasteln. Ich check erstmal, ob das Tempo stimmt. Achso, da setze ich mir natürlich hier meine lustigen kleinen Kopfhörer auf. Oh, das ist ja, na, so, das ist ein gutes Tempo. Ich kenne es schon länger. Sacrebleu, jetzt hätte ich fast das Wichtigste vergessen, den Timer. Ich werde ihn jetzt einschalten. 3, 2, 1, ah! Dass man immer auch schreit vorher. So, es geht direkt los. Battery wird fröhlich geöffnet. Und zwar schnell. Komm ran. Dankeschön. Was nehmen wir denn hier? Da. Nein, oh nein. Multiple Kit. Wahrscheinlich. Jawohl. Nehme ich hier. Die hier, die gefällt mir gut, aber. Bisschen lang hier. Hallo? Ah. Boah, fast eine Minute rum und nichts geschafft. So. So, muss ja auch stimmen hier der Sound. So, dann geht's jetzt los mit der Kickdrum. Herrlich, diese Latenz. Und sagt mir nicht, dass der Low-Latency-Modus an sein muss. Nein, muss er nicht. Es ändert sich nämlich dann gar nichts. Es hat nichts mit dem zu tun. Nervt mich nicht damit. So. Das wird hier erstmal hübsch dupliziert. Ich weiß schon ungefähr, was ich hier mache. Ja, so ungefähr, wie gesagt. Die kommt weg. Da wird sich später herausstellen, warum. So, dann Kick. Schön bei Schriften. Clap. Boah. Meh. Warte mal, hier ein Detailed Kit ist doch eine geile. Ja! Hervorragend. Da ist sie. Auf dieser Taste. Okay. Ja, kann man ja kopieren, ist doch easy. Das ist ja jetzt hier nicht, wir nehmen ja nicht die Beatles auf. Ach nee, die kommt ja eh erst ab da. Und na. Hi-Hat kommt jetzt dazu. Die Gigi D'Agostino-Rezeptur ist unglaublich einfach. Da. Die Hi-Hat da immer schön kurz. Die kommt ab hier. Oh Gott. Warum ist denn das Metronom auch noch an? Jawohl, so. Das kann ein bisschen leiser. Aber hier in dem gesamten Ding, das Wichtigste, was am lautesten auch sein muss, ist richtig geraten, die Kickdrum. So, und jetzt kommt hier das Crashbecken. Das ist doch ein schönes Crashbecken. Ah, da. Da packe ich mal direkt so ein Tape-Delay drauf. Wow, nee. Ja, ungefähr so. Ungefähr so schnell wie das Tempo. Es soll aber Ping-Pong-Delay sein. Jetzt Achtung. Beziehungsweise für euch rum.
So, das faltet das nämlich nur so schön in die Gegend. 2, 3, 4. So, danke schön, das war's. Schon. Tschüss, danke fürs Einschalten. Nein. So, das kommt hier hin. Das nämlich, weil ich die Kick da weggemacht habe. Hat Gigi D'Agostino in diesem Blablabla-Song gemacht, achtet mal drauf. Da kommt hier, ne, ab, ab, bing, wabin, ab, bing, bing. Und dann kommt. Da setzt nämlich die Kickdrum ganz kurz aus. Finde ich auch nicht schlecht. So, hier kurz die Q, den keiner braucht. 5,5 Minuten, klasse! Okay, ach, hier ist ja schon ein Mini-Moog, wie geil. Daraus basteln wir jetzt uns einen Bass. Nehmen wir den da mal. Wie ist denn der? Ja, geili. Geili Minog. Warum ist da ein Delay drauf? Ich will doch, ich lass das mal drauf. Gott, ey. Na. Ich halte mich schon wieder mit Sachen auf, mit denen es sich nicht aufzuhalten gibt. Gibt's doch gar nicht. So. 3, 4. Ja. Das muss reichen. Da ist doch alles drin, was wir brauchen. Der Schnippel kann weg. Was gibt's noch hier für mich zu tun? Ach so, überhaupt erstmal hier alles auf eine einheitliche Lautstärke ziehen. So. So. Dann haben wir wenigstens eine vernünftige Bassfigur. Und jetzt geht es auch schon weiter in. Ach komm, ja, scheiße, der Hund drauf. Ich will das jetzt mal kurz eben sidechainen, obwohl ich überhaupt keine Zeit habe. So, hier weg und da hin und da Peak. Ja, nur damit der sich da so ein bisschen wegduckt. So, Lead. Habe ich doch gerade schon gesehen. Hier, Prophet. Und den mag ich besonders gerne mit seiner, mit seinen Templates hier. Das ist eine wunderbare. Es ist wunderbar. Das ist ja schon wieder fast Make a Move. Okay, warte mal, jetzt machen wir Make a Move damit rein. So ist der. Nice, okay. Habe ich jetzt auch ein Delay erstmal drauf. Die Zeit habe ich. Tja, geil. Oder? Scheiße. Die Bassfigur ist eigentlich anders, aber es ist völlig egal. Mir ist es jetzt gerade so schnurz. Ah, da setzt er ein. Okay, ja, das ist egal, der setzt ja da nur ein bisschen später ein. Ah, nein, da nicht. Da. Und dann kann ich da einfach mal den verschieben und da hört er auf. So.
Was war das denn nochmal? Le Soleil. Was soll Le Soleil? Geil. Kann ich das da einsingen? Egal. Nee, oder? Komm. Versuchen wir mal eben. Audio. Eingangsgerät. Scheiße, muss ich das auswählen? Oh Gott, hoffentlich funktioniert das jetzt. Oh, 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 oh. Oh weia, ich glaube, damit zerschieße ich mir gerade alles. Naja, schauen wir mal. Zur Not läuft jetzt der Kameraton weiter. Achso. Il est où le soleil? Ja, scheiße. Ah, nein, 6 Sekunden. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Ich will es noch zurückstellen. Wenigstens, na komm. Ja, ich hab's doch gewusst. Ah, na, super. Okay, aber weil heute der Jahreswechsel gefeiert wird, die kommenden Jahre werden bestimmt viel, viel besser als die letzten beiden. Da bin ich mir sehr sicher. Il est où le soleil? Il est où le soleil? Dann mach ich nochmal eben weiter hier. Komm, weißt du? Il est où le soleil? Ist doch lustig. Il est où le soleil? Ach. Slicing. Was soll das denn? Il est où le soleil? Da möchte ich den abschneiden und da. So. Dinge, die man beim Ulogen hört. So. Le Soleil. Ah ne, Quatsch. Il est où le soleil? Il est où le soleil? Il est où le soleil? Nice, okay. Kleiner EQ noch. So, ein bisschen so megafonig. Komm, hier, der kommt noch drauf. Und ein Delay. Warum denn Mono? Okay, Stereo, alles klar. Sie bitte auch in Stereo. Danke. Ach ja, natürlich. Die Pitch Correction vergessen. Und dann bin ich aber auch schon fertig. 2000 Jahre später. So. So, das muss alles weg. Das muss alles weg. Alles klar, Leute, das waren Martis 10 Minuten mit Extension, heute zum Jahreswechsel. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, passt auf euch auf und auf andere auch. Wir sehen uns im nächsten Jahr schon wieder mit einer brandneuen Ausgabe Marti Reacts mit euren Einsendungen. Tschüss, abonnieren nicht vergessen, kommentieren, teilen und so weiter.